Hannalein, stehst du auf? Guten Morgen, aufstehen, du musst zur Schule. Heute, Mama, heute ist doch Sonntag. Nein, Hanna, heute ist nicht Sonntag. Heute ist ein Schultag, also raus aus den Federn. Ich verstehe gar nicht, warum Kinder das ständig probieren. Es ist doch fast jeden Tag Schule. Oh, na gut, dann will ich mich mal anziehen. Ich brauche auf jeden Fall ein anderes T-Shirt. Was ist das denn hier auf dem T-Shirt? Hatte ich das schon mal an? Ich dachte, ich hätte das neu aus dem Schrank geholt. Mama, Mama, habe ich noch ein anderes T-Shirt, was ich zur Schule anziehen kann? Dieses hier ist dreckig. Nein, Hanna, ich habe deine Sachen noch nicht gewaschen. Och nö, so kann ich auf gar keinen Fall in die Schule gehen. Das ist dreckig. Ich brauche was anderes zum Anziehen. Hanna, das muss heute irgendwie so gehen. Ich versuche das mal ein bisschen abzuwischen. Das wird schon gehen, hoffe ich. Oh nee, wie peinlich. Das wird nur noch schlimmer. Mit diesem T-Shirt kann ich nicht in die Schule. Hanna, wenn du willst, kannst du dir was von mir ausleihen. Ich weiß nicht, ob das passt, aber du kannst es versuchen. Oh, Emma, na toll. Danke für deine tollen Sprüche. Als ob ich in deine Klamotten reinpasse, in diese Babystrampler. Okay, ich wollte nur freundlich sein. Mann, oh Mann, das wäre mir im falschen Fuß aufgestanden, glaube ich. Hanna, aber denk noch an deine Brotdose. Hier, nicht vergessen. Brauche ich nicht. Lass mich jetzt in Ruhe. Tschüss. Eieiei, da ist wohl jemand in der Pupsität. In der was, Emma? Ich glaube, das Wort, was du meinst, heißt Pubertät. Mit Pupsen hat das nichts zu tun. Aber ich glaube auch, Hanna ist echt ein bisschen schlecht drauf. Oh, da ist Hanna im Anmarsch. Was zieht sie denn für einen Flunsch? Ich glaube, sie ist schlecht drauf. Guten Morgen, Leute. Na, hat mal jemand erfreuliche Nachrichten? Keine Ahnung, ob das erfreulich ist, aber dein T-Shirt ist dreckig. Hast du das nicht gesehen? Oh ja, Pia, ich hab's gesehen. Gut, dass du mich nochmal drauf hinweist. Ich hab keine Tomaten auf den Augen, das sieht jeder. Oh ja, Entschuldigung, ich hab's nur erwähnt. Ist doch kein Problem. Natürlich ist das ein Problem. Hanna, mach dir nichts draus. Ich meine, ich hab ständig Zahnpasta oder so auf meinem T-Shirt. Das passiert eben, ist doch nicht so tragisch. Hey Hanna, du bist ja schon da. Guten Morgen erstmal. Oh, Philipp, jetzt nicht. Also ich bin wirklich nicht in Stimmung. Ja, gut, okay. Habe ich dann was falsch gemacht? Wir reden später, okay. Philipp. Okay. Hanna, du kannst echt nicht deine schlechte Laune an allen Leuten auslassen. Ich meine, das hat Philipp bestimmt verletzt. Das glaube ich auch. Ich glaube, er ist jetzt wirklich ganz schön geknickt, dass du so zu ihm warst. Du solltest dich entschuldigen. Oh, na toll. Ihr habt mir nicht zu sagen, was ich zu tun habe. Bis gleich beim Unterricht. Also, ich weiß ja nicht warum, aber Hanna hat irgendwie ein bisschen überreagiert. Das mit dem T-Shirt scheint sie wirklich richtig zu nerven. Aber naja, so ist das nun mal. Ach, Cousinchen, dass du dich nicht schämst. Sag mal, wie läufst du eigentlich rum? Oh Mann, Tessa, schämen dafür, dass ich mit dir verwandt bin vielleicht. Ganz bestimmt nicht. Du bist ja ganz schön tief gesunken, so hier aufzukreuzen. Was ist das, Kaugummi? Nein, wir sind nicht alle so reich und verzogen wie du und haben einen ganzen Kleiderschrank voll Klamotten. Ja, das ist dreckig, da ist ein Fleck drauf. Kann ich auch nicht zu. Oh, welche Laus ist ihr denn über die Leber gelaufen? Hallo? Wie wär's denn mal mit Lächeln? Einfach lächeln. Nein, Frau Lieb, tut mir leid. Ihre Laune ist manchmal ansteckend, aber heute leider nicht. Tut mir leid. Eieiei, das klingt ja gar nicht gut. Naja, nochmal Schülerin sein möchte ich, glaube ich, auch nicht. Aha, und die letzten Schüler trudeln auch langsam mal in den Klassenraum rein. Frau Blume, falls Sie damit sagen wollen, dass ich zu spät bin, es hat noch nicht geklingelt. Puh, also das höre ich gerne, weil ich dachte, ich hätte irgendwas falsch gemacht. Sie ist wirklich zu jedem so drauf. Puh. So, Kinder, jetzt wo alle da sind, können wir mit dem Unterricht starten. Good morning. Good morning, Frau Blume. Also ich habe leider für heute nichts vorbereitet. Deswegen machen wir heute eine freie Diskussion. Ach, super, kann ich dann ein Thema vorschlagen? Ja klar, Tessa, aber bitte auf Englisch. Alright, today's topic is clothes and Hannah's clothes are dirty. Hey, Tessa, ist das jetzt nötig? Also ganz ehrlich, es ist jedem aufgefallen, also halt dich zurück. Philipp, das ist wirklich lieb von dir, dass du mich verteidigen möchtest. Das ist meine Cousine und ich habe echt keinen Nerv mehr, mich irgendwie mit der auseinanderzusetzen. Ignoriere sie einfach. Ja gut, okay, wie du möchtest. Aber ich als Freund habe eigentlich die Aufgabe, dich auch vor sowas zu schützen. Das weißt du. Aber gut, okay, ich sag nichts. Hey, Becky. Hey, sag mal, was hältst du davon, wenn wir Hanna mal heute mit in die Stadt nehmen? Dann kommt sie mal auf andere Gedanken und kann sich vielleicht was Neues an Klamotten aussuchen. Das ist gar keine schlechte Idee. Ich denke schon, sie kann mal was Neues gebrauchen, gerade nach dem heutigen Tag. Und ich glaube, sie kann dieses Pferdet-T-Shirt dann nicht mehr sehen. Okidoki, dann gucke ich doch mal hier im Internet, welche Klamottenläden haben denn auf und wie lange? Na gut, Hanna, dann zieh mal alleine in die Stadt. Ich gebe dir 200 Euro, aber kauf bitte nicht nur ein Teil davon, das versteht sich natürlich von selbst, sondern ein paar T-Shirts ruhig, vielleicht auch eine Hose. Ja, Mama, das ist wirklich lieb von dir und ich weiß, das ist jede Menge Geld. Na gut, du bist aber auch jetzt schon alt genug, um nicht mehr mit Mama shoppen zu gehen. Viel Spaß mit deinen Freundinnen. Das Rückgeld, das möchte ich aber zurückhaben. Ja, ich weiß, Mama. Seid ihr wirklich sicher, dass wir in diesen schnöseligen Laden hier gehen sollten? Ich meine, die haben doch überhaupt nichts für uns. Nichts in unserer Preiskategorie. Ich habe nur 10 Euro. Also ich bin mir da auch nicht so sicher. Ich habe auch nicht so viel Geld dabei. Aber naja, gucken kostet ja nichts, oder?
Na, selbstverständlich. Gucken kostet nichts. Und ich war noch nie in so einem Laden. Lass uns da mal reingehen. Herzlich willkommen in der Modeboutique Eleganz. Moment mal gerade. Ihr wart aber noch nie hier, oder? Nein. Wir sind nur total neugierig und wollten uns mal umsehen. Sie haben aber einen schönen Laden. Also so ein Klientel bediene ich normalerweise nicht. Habt ihr das gesehen, Leute? Die haben hier sogar Kronen. Sind die wohl aus purem Gold? Wahnsinn. Ist das ein Laden für Könige? Hallo, Kleine. Bitte die Kronen nicht anfassen. Die habe ich gerade poliert. Und ja, es ist Gold. Okay, ja, was für ein Laden, in dem man nichts anfassen kann. Das ist doch total langweilig. Hey Leute, habt ihr diese Kleider gesehen? Oh, die sehen richtig schick aus. Ja, die sind wirklich toll, aber für die Schule wohl nichts. Vielleicht für einen Ball oder so, Abschlussball. Meine Kleine, also ich glaube, über diese Kleider brauchen wir gar nicht erst sprechen. Wieso? Wie viel soll denn so ein Kleid kosten? Also, das einfachste Modell kostet 200 Euro und die anderen ab 500. Bitte was? So viel Geld? Ich meine, dafür kann man sich ganz, ganz viele Sachen kaufen und hier kriegt man nur so ein Kleid dafür. Ich finde das Kleid wirklich sehr schön und ich habe 200 Euro. Hanna, was machst du denn hier? Hi Tessa, das gleiche wie du, mich umsehen mit meinen Freundinnen, ein bisschen shoppen. Ach, dass ich nicht lache, als ob du dir hier irgendwas leisten könntest. Das ist wohl jenseits deiner Preisvorstellung, was Klamotten angeht. Wissen Sie was? Ich nehme das Kleid. Das wird 200. Mehr habe ich nicht. Oh, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Wahl. Toller Stoff und wir brauchen es auch nicht anprobieren. Wir können es hier kürzen lassen. Warum macht Hanna das? Ich meine, dieses Kleid, wann will sie das anziehen? Sie will nur irgendwie Tessa jetzt beeindrucken. Hanna, kannst du mal eben ganz kurz kommen? Nur so unter uns. Komm mal her. Was ist denn, Pia? Ich bin doch gerade dabei, dieses Kleid zu kaufen. Hanna, das musst du nicht tun. Ich meine, dieses Kleid, das brauchst du doch nicht. Du musst nicht so sein wie Tessa. Och, Leute, mischt euch doch da nicht ein. Könnt ihr mir nicht einmal so ein tolles Kleid gönnen? Hanna, du wirst niemals so toll sein wie ich. Ich meine, auch wenn du so ein Kleid hast, das macht eben noch nicht die Person, die da drin steckt, aus. Verstehst du, was ich meine? Oh Mann, hört sich das mal jemand an. Hanna, du willst dich doch jetzt nicht wirklich auf so ein Niveau herablassen wie Tessa. Du brauchst dieses Kleid nicht. Wisst ihr was, Mädels? Ihr habt recht. Tessa, du kannst mir über den Buckel runterrutschen und meinen Staub fressen. Kommt, Leute, wir gehen. Ich nehme das Kleid doch nicht. Wir gehen in einen anderen Laden. Das ist die richtige Entscheidung. Entschuldigen Sie, dass ich Ihre Kundschaft hier vergraut habe, aber ich glaube, die haben hier sowieso nichts zu suchen. Habe ich vielleicht was Falsches gesagt?